liebe den Geschmack vom Fleisch. Ich mag den Geschmack von einem knusprigen Gansel mit Heidelbeer, Knödel und Rotkraut. Mhm. Ich liebe den Geschmack von einer Eierspeise. Und jetzt werden Sie sich denken, ob ich da reinkomme. Da will man über den Gang legen dazu und dann wird er von Fleischgeschmack und Gansel. Ich werde Ihnen aber heute vor Augen führen, wie das Ganze zusammengeht. Weil ich war nicht immer Veganer. Ich bin ab 46 Jahren so wie die meisten Menschen gelebt und ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass ich einer der größten Fleischvertilger überhaupt war. Sie werden gleich sehen, was ich da mache. Ich möchte aus der veganen Ernährung kein Dogma machen oder so tun, als hätte ich allein gültige Wahrheit besitzen. Was ich schon möchte, ist, hinter die Mechanismen zu blicken, die in unserer Kultur alltäglich sind und die wir durch unsere Erziehung mitgegeben bekommen haben. Weil das, was wir essen, haben wir allein entschieden, beziehungsweise haben wir ja überhaupt nicht entschieden, sondern unsere Eltern für uns entschieden und für ihre haben es die Großeltern entschieden. Ja, ich werde einige Argumente bringen, die für die Beibehaltung der bisherigen Ernährung sprechen, aber ich werde viele Informationen bringen, die dagegen sprechen. Ich werde einige Bilder präsentieren, die vielleicht unangenehme Reaktionen hervorrufen, nicht nur das erste, sondern bin aber der Meinung, dass gerade beim Thema Ernährung die Wahrheit zumutbar ist. Aber es gibt auch ein schönes Video zum Schluss, so viel möchte ich schon vorwegnehmen. So begleiten Sie mich die nächste Stunde und ich lade Sie ein, öffnen Sie Ihr Herz und versuchen Sie sich den Vortrag so unvoreingenommen wie möglich anzuhören. Und ich werde versuchen, Ihnen die Argumente näher zu bringen und werde versuchen, Sie zu überzeugen, wenn Sie das zulassen. Und da bin ich auf dieses Buch gestoßen, die China-Studie von Colin D. Campbell. Der führt daran aus in zahlreichen wissenschaftlichen Versuchen an, dass alle Wohlstandserkrankungen in unserer westlichen Gesellschaft durch den Verzehr von Tierprodukten passieren. Und zwar Krebs, Diabetes, Bluthochdruck, die diversesten Autoimmunerkrankungen, ja bis sogar Alzheimer ist im Verdacht durch tierisches Protein herausgelöst, ausgelöst zu werden. Aber wie gesagt, das sagt mir Peter, sagt ein Arzt, der das studiert hat. Und können Sie sich vorstellen, dass man durch zu viel Brokkoli-Konsum Krebs kriegt? Zu viel rote Rühmann Bluthochdruck? Zu viel Spinat Diabetes? Kaum vorstellbar. In der EU werden 5 Milliarden sogenannte Nutztiere jährlich getötet. Das sind 250 in der Sekunde. 250, 500, 750, 1000, 1250, 1500. Und allein während so einem Vortrag sterben 850.000 Tiere, Nutztiere. Und das ist nur ohne Fische und Meeresfrüchte. Das kommt nur extra, die sind gar nicht zu zählen, die werden nur in Tonnen gerechnet. Die Zeit ist reif, sie ist wirklich, wirklich reif, hier Umdenken herbeizuführen. So wie wir es geschafft haben, in unserer zivilisierten westlichen Welt die Sklaverei zu überwinden, die Diskriminierung von Minderheiten und den Rassismus zu verpönen, Kinderarbeit zu ächten, so wie wir es geschafft haben, Frauenrechte anzuerkennen, auch wenn es nur ein weiter Weg ist, dass das wirklich komplett verwirklicht wird. Aber immerhin ist es gesetzlich verankert. Wenn Sie sich jetzt fragen, was macht das für einen Unterschied, ob ich mich ändere, kommt jetzt diese Geschichte. Älterer Mann geht im Morgengrauen am Meer spazieren, sieht von der Weide, wie ein kleiner Bub etwas ins Wasser wirft. Wie er näher kommt, sieht er, der wirft Seesterne ins Wasser. Da fragt er, was machst du dort? Der Bub sagt, ja, ich werfe die Seesterne ins Wasser, denn wenn die Sonne aufgeht, vertrocknen die. Der Mann blickt hinter sich auf abertausende Seesterne und sagt, aber bitte, du kannst ja nicht alle retten, was macht das schon für einen Unterschied, wenn du das eigentlich hast? Der Bub blickt kurz traurig, denkt nach, schmeißt den einen Seestern, lächelt den Mann an und sagt, für den einen macht es einen Unterschied. In diesem Sinne, seien Sie der Unterschied. Danke.